Hallo Leute, ich habe auch heute mal wieder ein Unpacking für euch. Das hatte ich ja auch schon lange nicht mehr und ihr habt auch lange keine Neuzugänge mehr gesehen, weil irgendwie habe ich mir das nicht so genau mitgeschrieben, was alles bei mir eingezogen ist. Aber dieses Mal gibt es mal wieder neue Bücher und zwar habe ich bei Rebuy bestellt und das packe ich zusammen mit euch aus. Hier, ich habe bestellt, weil es gab, ich glaube 20%, nee, es gab versandkostenfrei, sowas. Und ich brauchte unbedingt Fortsetzungen von einer Reihe, vielleicht könnt ihr es euch denken, aber ich glaube fast noch nicht, weil ich drehe zu dieser Reihe gerade ein Video, einen Reading-Blog und habe bemerkt, ich muss weiterlesen, ihr werdet sehen, was es ist, aber vermutlich seht ihr das Video vor dem Reading-Blog, weil der dann noch nicht fertig ist. Aber ja, dann habe ich noch für Mel zwei Manga mitbestellt, weil sie die brauchte. Und ich habe da noch ein anderes Buch mit bestellt, aber ich zeige es euch einfach und packe es jetzt aus. Und zwar haben wir hier einmal das Paket und vielleicht könnt ihr schon irgendwas erkennen, aber ich stelle das mal ab und dann hole ich die Dinger einzeln raus. Und zwar das erste wären gleich die Manga, die ich für Mel mitbestellt habe. Und zwar wären das einmal Band 3 und Band 4 von LDK. Das ist eben Band 3 und 4. Ich weiß nicht genau, was es ist. Es ist auf alle Fälle eine Romance-Reihe. Und ich glaube, die hat relativ viele Bände und ich weiß nicht, ob das immer um ein Pärchen geht. Ich glaube schon. Aber mehr kann ich euch dazu auch nicht sagen. Mel liest die auf alle Fälle gerade und meinte, bestell sie mir mit, weil ich brauchte Mindestbestellwert. Und das hat damit dann geklappt. Und deshalb habe ich sie ihr mitbestellt und bringe sie ihr vorbei, denn ich sehe sie im Juni schon wieder, weil dann gehen wir zu Tarzan und ja, dann kann ich sie ihr dort mitbringen. Genau, das ist sozusagen Manga, zwei Bände und ich glaube, die haben beide so um die 2 Euro gekostet, waren im Zustand sehr gut, aber schauen einfach aus wie neu, also ich sehe da wirklich fast keine Macken, also ein ganz kleines wenig vergilbt und aber sonst, also die schauen wirklich sehr, sehr gut aus, sehr sauber und alles, also ja, die sind als erstes eingezogen, aber nicht für mich, aber trotzdem bei mir eingezogen. Dann gleich als nächstes ist das bei mir eingezogen, wovon ich geredet habe. Die Reihe, wo ich neue Bände brauche, weil ich wusste und mir auch schon verraten wurde, dass das alles ziemlich spannend weitergeht, weil der erste Buch ist schon so mega spannend durch und dann soll es auch sehr spannend weitergehen und dann braucht man eigentlich gleich den zweiten Band, wurde mir von Katharina empfohlen und deshalb habe ich mir den gleich bestellt und zwar After Passion Band 2, also After Truth, das ist Band 2. Und ich habe mir auch gleich noch Band 3 mitbestellt, und zwar After Love. Hier muss man sagen, ich habe sie zwar beide in sehr gut, glaube ich, bestellt, ich glaube schon, aber sie haben jetzt beide, also sie schauen nicht mega schlimm aus, aber haben beide ein paar Leserillen. Ich finde das jetzt hier aber nicht so schlimm, weil dann muss ich nicht aufpassen. Erstens sind das halt so richtig dicke Schinken, ne? Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es schaffen würde, dass ich die ohne Leserillen lesen kann. Vielleicht, wenn ich wirklich das eine meiner Lieblingsreihen werden sollte, dann kaufe ich sie mir vielleicht nochmal eine bessere. Aber eigentlich, ich habe mich damit abgefunden, dass die einfach Leserillen haben. Und ich finde, bei diesen grauen Rücken fällt das auch nicht so mega krass auf, dass die halt Leserillen haben. Also, ich muss sagen, ich bin relativ zufrieden mit dem Zustand. Mal schauen, also ich glaube, der eine hat 2 Euro gekostet und der andere 5 Euro, war ein bisschen teurer. Aber trotzdem noch billiger als im Laden und ich kann dann weiter suchten, wenn ich Band 1 beendet habe und da bin ich ungefähr bei der Hälfte und ja, da freue ich mich schon sehr drauf auf diese Bücher. Dann habe ich noch ein Buch mitgenommen, wo ich schon länger nach Ausschau halte, ob es das vielleicht mal auf Rebuy oder so gibt. Und zwar, was auch immer geschieht, von Bianca Josivoni. Bianca Josivoni schreibt ja im Moment bei Lux die First-Reihe, also der letzte erste Blick, der letzte erste Kuss und so weiter. Und hat auch Soulmates geschrieben, habe ich auf dem Sub liegen, also der letzte erste Blick habe ich schon gelesen. Und das fand ich mega gut und das ist halt eine New Adult Einzelgeschichte. Und ich bin schon sehr, mega gespannt. Ich glaube, so einen richtigen Einzelband habe ich bis jetzt noch nie in dem Genre gelesen. Und deshalb freue ich mich schon mega drauf. Ich muss sagen, ich finde die Story mega interessant, weil die Thematik einfach, ich weiß nicht, es geht halt auch wieder um zwei Protagonisten, ein Mädchen und ein Junge, beziehungsweise Mann und Frau. Und sie kommt zurück in ihre Heimatstadt, wie ich das richtig verstanden habe. Und dann begegnet sie halt ihm und er ist der, der den Autounfall verursacht hat, der ihren Vater getötet hat. Ich glaube, so war das. Und ich finde die Thematik einfach sehr, ich finde es sehr interessant. Und das ist jetzt auch nicht so dick, also kann man auch zwischendurch mal lesen.
bin ich sehr gespannt drauf. Und man, zum Zustand muss man sagen, er schaut relativ gut aus. Es hat nur eine ganz, ganz leichte Leserille. Finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm hier bei dem Buch. Also ich muss echt sagen, ich bin da viel anspruchsloser geworden. Dann ist da halt so ein kleiner Knick drin. Ich mag die zwar möglichst schöne Regal haben, aber dafür, ich glaube, der hat jetzt irgendwie 2,50 oder so gekostet, das Buch. Da kann man halt auch nicht so mega anspruchsvoll sein, auch wenn das eigentlich auch Zustand sehr gut ist und da sollten ja eigentlich keine Leserillen sein. Aber ich werde es jetzt deswegen nicht unbedingt zurückschicken, besonders weil halt der Preis halt auch wirklich sehr gut war für das Buch. Das kostet ja, glaube ich, normalerweise 10 Euro und ich bin schon sehr gespannt. Ich glaube, das werde ich auch bald anfangen, weil Bianca Josivonis Schreibstil hat mir bei der letzte erste Blick wirklich mega gut gefallen. Das war auch somit eins meiner liebsten New Adult Bücher, was ich bis jetzt gelesen habe. Und ja, bin ich sehr gespannt auf diesen Einzelband. Jetzt ist noch was bei mir eingezogen. Und zwar, ich habe diese Serie geguckt und ich bin noch nicht ganz fertig. Ich glaube, mir fehlen noch so 5 Folgen. Aber ich weigere mich immer ein bisschen da weiter zu gucken, weil wenn es vorbei ist, ist es vorbei, weil sie halt abgeschlossen ist. Und ich mag die Serie so gerne. Also sie hat echt, sie gehört zu meinen Lieblingsserien, sagen wir so. Und zwar ist das Glee. Und ich wollte sie halt einfach auf DVD haben, damit ich immer, wenn ich Lust habe, in mein Regal greifen kann und mir eine Staffel Glee nehmen kann. Und dann hatten sie die bei Rebuy relativ günstig und dann musste ich sie einfach mitbestellen und ich freue mich jetzt sehr. Ich habe jetzt nicht alle bestellt, ich habe jetzt mal 3 bestellt. Es ist so, dass die im Deutschen aufgeteilt wurden auf 2 Staffeln. Ich hätte sie mir auch auf Englisch bestellt, da es die letzten Staffeln eh nicht auf Deutsch gibt. Aber irgendwie war das ganz komisch, weil die englischen Staffeln sind zwar auch ab 12, aber da war irgendwie eine FSK 18 Freigabe und dann hätte ich nochmal was extra zahlen müssen und das war mir alles zu dumm und deshalb habe ich sie mir auf Deutsch bestellt, weil da ist auch eine englische Spur drauf, weil ich trotzdem eigentlich immer auf Englisch gucke. Und ich habe jetzt mir Staffel 1.1, 1.2 und 2.1 von Glee auf Rebuy bestellt. Die haben alle zwischen 2 und 3 Euro gekostet und was ich sagen muss, Staffel 1.1 ist einfach noch komplett original verpackt, eingeschweißt. Und auch sonst sind die Zustände mega gut. Es ist jetzt so, die haben halt alle so einen extra Pappschuber drum. Und bei denen sind dann das halt so Pappbooklets drinnen, wo die DVDs drinnen sind. Und hier ist halt eine Blu-ray, so eine Plastikhülle drinnen. Auf alle Fälle habe ich jetzt die Staffeln, die ich in mein Regal stellen kann und die ich mir immer angucken kann. Und ich freue mich schon so sehr, weil es einfach eine meiner absoluten Lieblingsserien ist, wie ich schon gesagt habe. Ich mag einfach die Schauspieler so gerne und ich mag die ersten Staffeln so gerne. Ich muss echt sagen, die 6. Staffel, also die letzte, gefällt mir echt nicht mehr so gut. Sagen aber auch viele, dass sie einfach nicht mehr das ist, was es am Anfang war. Und deshalb freue ich mich, dass ich die hier habe und ich, wenn ich die Serie beendet habe, gleich von Anfang an nochmal anfangen kann und die ersten Staffeln gucken kann. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Und hier habe ich 3 Staffeln echt zu einem guten Preis geschlagen. Und ja, ich freue mich sehr, dass ich die dann gucken kann. So, hier wäre dann sozusagen nochmal meine Ausbeute. 3 Bücher, 3 DVDs, beziehungsweise Serienstaffeln und 2 Manga. Die 2 Manga ja nicht für mich. Und sonst, ich freue mich sehr auf die Bücher und sehr, sehr auf die DVDs. Und ich hoffe, Belle freut sich auch über ihre Manga. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Endlich mal wieder ein Rebuy-Unpacking. Ich habe schon länger nicht mehr bestellt. Ich glaube, ich habe zwar letztes Mal bestellt, aber das habe ich nur in meiner Insta-Story ausgepackt, weil das nicht so groß war. Aber ich dachte mir, bei der Bestellung mache ich mal wieder ein Unpacking, auch wenn das jetzt nicht mega XXXL ist, aber muss es ja auch nicht unbedingt sein. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß am Video. Ihr könnt mir gerne einen Daumen nach oben da lassen, da würde ich mich sehr freuen. Oder auch in die Kommentare schreiben, ob ihr Glee schon geguckt habt oder was ihr zu den anderen Büchern sagt. Auf alle Fälle danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!